Heute geht's wieder nach Spanien zur Ideallinie. Und zwar sind wir heute nicht in Almeria, sondern wir gehen nach Cartagena. Der Chris ist bei mir. Chris? Nein, das ist nicht der Chris, das ist die Paula. Hier ist der Chris. Hallo Chris. Hallo. Wir haben hier heute noch eine Meinungsverstärkung mit dazu genommen. Vielleicht hat die Paula auch was dazu zu sagen, ich weiß. Cartagena, sehr spezielle Strecke, sehr alt, auch vom Asphalt her schon sehr mitgenommen, aber hat natürlich trotzdem auch seinen Reiz. Und ich muss sagen, mir macht die Strecke schon ziemlich viel Spaß. Wie schaut es bei dir aus? Absolut. Also ich bevorzuge sogar eher Cartagena wie Almeria. Ich finde es dort schöner und das Drumherum ist halt auch sehr schön, also die Stadt Cartagena, ja, ist natürlich wirklich zu empfehlen, top. Ja. Aber auch die ganze Charakteristik von der Strecke finde ich schöner wie Almeria mit der ewig langen Gerade. Ja. Ja. Und, weiß nicht, bilde ich es mal ein, das Wetter ist ein bisschen stabiler. Ist richtig. Weil in Almeria liegt so ein bisschen auf dem Hügel, sage ich mal, mehr im Lande drin, ist es viel windiger wie in Cartagena in der Regel. Ja, stimmt. Also Cartagena ist wirklich wetterfester, auch was Regen anbelangt und so weiter. Okay, gehen wir los. Wir haben ja wirklich eine sehr kurze Strecke mit 3,5 Kilometer. Statt Zielgerade, wie immer in der Mitte, gehen wir los. Hier geht es nicht ganz so schnell, also ich bin hier nicht fünfter Gang, ne? Also fünfter Gang irgendwas. In dem Bereich hier geht es dann bergauf, ich denke mal ab der Boxenausfahrt hier, ne, so, da, ab dem Zeitpunkt fängt es dann an bergauf zu gehen, was natürlich dazu führt, dass man auch dementsprechend spät bremsen kann, weil man natürlich durch das Bergauf ein bisschen die Verzögerung der Schwerkraft nutzen kann. So, da kann man dann auch relativ früh nach innen gehen, auf der Bremse, und man kann weit in die Kurve hinein bremsen, ja, wo ist denn da los? Und kann sich dann auch hier wieder nach außen tragen lassen, bis hier ungefähr auf der Bremse, und hat dann hier dementsprechend den tiefsten Punkt der Schräglage. Und jetzt ist wichtig, dass man hier spät innen herangeht, beziehungsweise wenn man zu früh innen ist, lang innen bleibt, dass man hier einfach auf diese sehr enge Schikane oder Linkskurve hier einen dementsprechend schönen Eingang hat, und hier muss man auch Schwung mitnehmen, und das ist hier alles zweiter Gang, bei mir zumindest, und hier muss man auch Schwung mitnehmen, dass man dementsprechend gut auf das nächste Stück hier rauskommt, und das ist sehr schmal hier, also dementsprechend wirklich jeden Zentimeter nutzen, und dann hier zweiter Gang und auch relativ schnell gleich in den dritten hochschaltet. Das Tracksheet gibt es jetzt nicht wieder. Hier ist eigentlich eine Schikane. Dieser leichte Links-Rechts-Knick hier im Tracksheet, das ist, weil wir es eben so breit gezogen haben, ist eine Schikane. Da ist Innenkörb, Außenkörb natürlich. Nicht drüber fahren, wenn es auch nur ansatzweise ein bisschen feucht ist, bloß nicht drüber fahren. Jörg Teuchert kann da ein Lied von singen. Ehrlich? Ja, der hat sich da leider den Finger auch eingezwickt, ähnlich wie ich. Ehrlich? Ja. Und der Schikane? Ja. Scheiße. Auch drüber gefahren auszusehen im Nassen, und Batsch ist er gelegen leider. Ah. Gut, also durch die Schikane durch, im Trockenen sehr wohl den Körb mitnehmen, und dann kommt eine sehr interessante lange Rechtskurve, die man voll am Gas im Prinzip. Das Fahrwerk pumpt, will nach außen abdriften. Schaltest du hoch bis in den fünften, glaube ich, auch. Ja. Also hier ist die Linie eigentlich unspektakulär. Man zieht hier zwar wieder innen rein und kommt dann. Gehst du hier nicht bis ganz nach außen, so mittig nur von der Strecke? Nee, ich gehe nur bis Mitte der Strecke. Aber so richtig Vollgas geben kann man hier auch nicht, ne? Das ist so, ja, das so ein ist so, so drei Viertel, ja, so würde ich mal sagen. Also ja, du hast schon deutlich Beschleunigung natürlich, aber richtiges Vollgas ist es nicht, weil das Fahrwerk auch immer echt entscheidend ist an der Stelle. Es möchte natürlich gern zum Pumpen anfangen. Ist herausfordernd, aber mir macht es irrsinnig Spaß. Ich ziehe dann hier wieder innen rein und lasse mich dann raustreiben. Und
da ist es meines Erachtens furchtbar schwer, einen Bremspunkt zu finden. Ja, weil du hast keinen Anhaltspunkt. Du hast gar keinen Anhaltspunkt. Da ist wirklich sehr wenig. Man tastet sich da im Prinzip, also ich zumindest, taste mich dann immer ran. Ja, von Runde zu Runde. Lass mich dann hier wieder nach außen treiben. Also wie der Chris schon richtig gesagt hat, hier müsst ihr schauen, dass ihr kurz innen seid und geht dann wieder nach außen, dass ihr hier schön so gerade wie möglich auf die Kurve anbremsen könnt und dann auch wirklich die Kurve herunterfahren. Wieder untypisch für mich auch, dass man die Kurve herunterfährt, aber das geht hier in dem Fall nicht anders. Und dann muss man hier spät innen sein und vor allem lang innen sein. Das ist ja sehr wichtig, ne? Und dann macht man die Kurve hier im, also ich fahre die im dritten Gang. Fahrst du die auch im dritten? Puh, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube ja. Was im dritten? Also dritter Gang und dann geht es ja gleich. Hängt halt davon ab, welche Übersetzung da ist. Ja, ja, klar. Gesagt, du fährst hier nur bis zum fünften. Wenn du es bis zum sechsten übersetzt, ist wahrscheinlich auch oder was anderes. Ja, bestimmt. Also. Ja. So, und dann ist natürlich entscheidend, dass man hier, bist du ja permanent in Schräglage, sowohl hier als auch hier und musst aber trotzdem beschleunigen. Also hier ist auch wichtig, wirklich wichtig die Körperhaltung, dass du hier schön außen am Motorrad bist, das Motorrad so aufrecht durch die Kurve wie möglich trägst. Und hier gehst du, wenn möglich, nicht zu früh ran, sondern erst ungefähr in dem Bereich hier an die Kurve rangehen, dass du dann ab dem Bereich, wenn du hier innen warst, nach außen so gerade wie möglich wieder bremsen kannst. Und dann hier das gleiche Spiel nochmal schön rund und den Scheitelpunkt wieder sehr spät setzen und auch versuchen, wieder bis hierher zu verzögern und dann wieder in Schräglage heraus beschleunigen zu können. Ja, da hast du dann wieder so ein Ping-Pong-Spiel, wie es du gesagt hast. Jetzt sind wir hier ganz, ganz rechts außen an der Strecke und müssen gleich wieder nach links rüberziehen. Ja, das ist so eine Schräglage hier rüber, ne? So ja, blind genau. über die Kuppe. Genau, der Matthias sagt gerade, das ist auch eine blinde Ecke. Ich finde es auch sehr interessant. Hier von, wie gesagt, rechts wieder nach links. Dann relativ lang außen bleiben. Und dann kommt die ist ziemlich schnell und die geht leicht bergab. Wenn die hängt nach außen. Die hängt auch nach außen, ja. Ja. Wir ziehen nach innen. Der Stift macht zwei Linien, auch nicht schlecht. Ziehen nach innen und versuchen dann, sich nicht ganz so weit raustreiben zu lassen. Also hier bist du normalerweise noch näher innen dran. Ich mache mal den Strich dicker. Jetzt haben wir eine dicke Ideallinie. Nicht ganz raustreiben lassen, um dann wieder nach rechts rüber zu kommen und die nächste flüssig und schnell zu durchfahren. Da komme ich dann schon wieder bis ganz nach rechts. Ja. Ja, und das sind aber hier auch immer so Passagen, wo du immer wieder, also wenn du Rundenzeit, tiefe Rundenzeit haben möchtest, musst du auch immer wieder hart ans Gas zwischendrin. Das darf man auch nicht vergessen zu sagen. Also das ist auch hier immer wieder ein Rausbeschleunigen in Schräglage. Und du bist ja eigentlich immer in Schräglage. Du bist hier nie so richtig gerade, weil selbst wenn du von der einen auf die andere Kurve fährst, hast du ja immer eine Schräglage. Ja? Also entweder du bist auf der Bremse oder auf dem Gas. Ja, dann ist hier wichtig, hier bremst du richtig hart, gehst du rüber und bremst richtig hart auf diese 180-Grad-Kehre zu, die ich auch in unserem sogenannten V fahre und hier wirklich auch versuche, die Kurve darüber, über den Punkt hinaus zu bremsen, hier diesen tiefsten und langsamsten Punkt zu haben und dann das Motorrad richtig umdrehe und hier wieder innen bin und desto weiter ich hier jetzt innen bin, umso gerader ist mein Ausgang. Hier geht es bergauf. Wenn du hier bist, siehst du den Zugang zu der Palmkurve nicht und da geht es auch leicht bergauf deswegen. Und da kommst du, also ich bin hier im zweiten Gang und ich komme hier wirklich am Hinterrad raus. Also ich fahre hier die ganze Kuppe am Hinterrad und da hast du aber auch so richtig Grip. Das ist meiner Meinung nach die Stelle an der Strecke, wo du so richtig, richtig Grip hast. Da kannst du so richtig raushämmern.
dann versuchst du halt dementsprechend von links wieder rechts rüber zu gehen auf Anfahrt zur Palmkurve. Und da ist schon ein ziemliches Beschleunigungsstück. Hier hat man keine genauen Anhaltspunkte für die Bremspunkte. Das ist allgemein in Cartagena ein Problem, weil die Strecke ist so alt, da haben sie in der Regel keine 200, 150, 100 Meter Schilder. Da ist irgendwie nichts. Ich muss sagen, ich bremse da immer so ein bisschen auch auf Gefühl. Ja? Nur so als Tipp nebenbei. Ja, schon fahren wir auf die, Matthias hat es gesagt, Palmkurve zu. Hier steht eben eine wunderschöne Palme, deswegen heißt das Ding wohl Palmkurve. Setzen den Bremspunkt so spät wie möglich natürlich und nutzen die Strecke hier komplett aus. Wir fahren hier innen rein. Es ist nicht so spitz, wie es jetzt hier dargestellt wird. Das ist natürlich schon rund. Machen also auch hier den ersten Scheitel, gehen wieder raus, machen wieder unsere typische V, legen um und fahren dann ziemlich spitz und schnell umlegen und beschleunigen hart wieder auf die nächste Kurve zu, auf die nächste Rechtskurve. Cartagena ist wirklich eine Strecke bis auf Start-Ziel. Immer Action, keine Erholungsphasen. Das ist ziemlich anstrengend. Ja. Finde ich zumindest. Aber ich habe ja schon ein Video zu Tipps für mehr Fitness gemacht. Das könnt ihr euch mal anschauen, dann ist es nicht mehr so anstrengend. In Cartagena wäre bloß so schnell kein Berg. Naja, ist nicht so. Doch, da sind wieder, doch, da sind ein Haufen so Küstenhügel und so. Almeria ist ja, schön, die Berge. Ja, ja. Ne? Mhm. Gut, fahren wir weiter. Also hier treibt es einen automatisch wieder ganz an den Streckenrand raus, versuchen dann aber wieder entgegenzuwirken, um mindestens zur Mitte der Strecke zu kommen. Und jetzt kommt auch wieder eine klassische Zweischeitelkurve. Und die ist so langsam. Die ist langsam. Die ist echt langsam. Ist im zweiten, ja. Ja. Und die fühlt sich so langsam an. Ja, es geht. Also hier zwei Scheitel, bremsen in den ersten Scheitel rein, lassen uns raustragen. Legen um, also es ist ein, ich sage jetzt mal, ein sanftes V, hier ein U. Das sanfte V. Sanfte V. Und hier ist wieder Geduld gefragt. Bei Aufstart-Ziel ist Geduld gefragt. Nicht zu früh ans Gas, da neigt man sehr gerne, zu früh ans Gas zu gehen und dann geht einem hinten schlicht und einfach der Platz aus. Danke dir, Matthias. Bitte. Hier ist die Boxeneinfahrt auch. Ja, und dann hämmern wir im Prinzip auf die Start-Zielgerade raus. Und da ist auch immer so, dass ich, wenn ich hier rauskomme, durch das Trägheitsmoment wieder komplett rüberfahre. Und erst wenn irgendwann die Boxenmauer kommt oder während der Boxen, komme ich erst wieder hier rüber. Ja? Weil ja, weil okay. das Moment kommt da immer am Hinterrad raus. Da gibt es von mir das eine Foto, wo ich schon fast hinten runterfall. Weil ich da immer, es war mit der BMW ohne Traktionskontrolle. Und die hat da wirklich extrem Grip im Zweigen gehabt und ich bin da immer am Hinterrad rausgekommen. Und irgendwann haben sich die Fotografen gerafft und sind dann alle dahin gerannt und haben von mir von allen Perspektiven Willi-Fotos gemacht. Und teilweise war das so lustig, dass ich dann die ganze Stadt Ziel am Hinterrad gefahren bin. Wieso hatte die keine Traktionskontrolle? Ja, keine Willi-Kontrolle. Ach, keine Willi. Habe ich Traktionskontrolle gesehen. Ja, Traktion genau. Hat sie schon gehabt, ne? Ja, Traktion hat sie gehabt, aber Willi-Kontrolle hat sie keine gehabt. Und das fuhr halt irgendwie die ganze Stadt Ziel am Hinterrad. Aber naja, ist halt nicht schnell, aber muss man auch mal machen. Okaychen. Also Cartagena auf alle Fälle eine Reise wert. Wirklich schöne Strecke. Es gibt auch einen Pitbike-Kurs, ein leckeres Restaurant. Ich würde am liebsten den ganzen Winter dort verbringen. Ja, ist wirklich sehr toll. Wenn ihr mehr Infos zu Cartagena oder allgemein Rennstrecken in Spanien wissen wollt, ich habe dazu schon ein Video gemacht. Und wenn ihr noch genauere Fragen habt, die in den Videos vielleicht nicht beantwortet sind, schreibt es in die Kommentare. Oder nehmt anderweitig Kontakt zu uns auf. Wir würden uns über einen Daumen hoch freuen. Jo, vor allem abonniert die beiden Kanäle. Wir verlinken die wieder. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Rennstrecke. In einer Woche wahrscheinlich. Genau. Bis dann und ciao. Tschüss.